Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Party Hard 2. Wir stecken jetzt seit vielen, vielen Folgen in dieser Krankenhaus-Kack-Welt fest, weil es einfach so unfassbar groß ist und so unfassbar viele Leute und so unfassbar unschwer eigentlich ist. Muss man schon mal sagen, es ist eigentlich nicht besonders schwer. Aber es ist einfach so, dass sich dann irgendwann Leichtsinnsfehler einschleusen und die kosten einem, wo kommen wir hier vorbei, ja, kosten einen dann halt, ja, das Spiel. Weil auch man sagen muss, die Polizisten einen echt ultra lang verfolgen. Also vor den Polizisten abzuhauen, das ist eigentlich nahezu unmöglich, würde ich sagen. Selbst mit den Fluchtwegen, mit den ja, extra Fluchtwegen, die man da hat, keine Chance. Haben wir jetzt schon ein paar Mal versucht. Geht nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Stand das schon immer hier? Nee, das ist neu, ne? Der Grill. So, hier ist auf jeden Fall Party Party. Und da kommt, glaube ich, der Security-Mann gleich runter. Deswegen machen wir uns da mal lieber aus dem Staub, denn wir haben ja noch keine Sicherheitskarte. Heißt, kommen auch noch nicht da in den abgesperrten Bereich, beziehungsweise den Bereich, wo die, na sag's, Security, die Krankenhaussicherheitsleute eben davor stehen. So, aber den sollten wir ohne Probleme mitnehmen können. Und irgendwas haben wir schon nicht geschafft, verjage die Ziele nicht. Okay. Das heißt, wir müssen da unten das schaffen. So, dann warten wir eventuell mal, bis der am Fenster vorbeigeht. Dann nehmen wir die hier alle mit. Und wir bräuchten mal einen Arzt, beziehungsweise Sanitäter. Verjage die Ziele nicht. Ich habe keine Ahnung, was da. Keine Ahnung, was wir da falsch gemacht haben. Komm, dich brauche ich doch. Genau, Schlüsselkarte. Was haben wir jetzt? Ein Fusel da gelassen, okay. Ja, das mit diesem komischen Ablenkeradio hier, da habe ich auch keine Ahnung, was das bringen soll. Das geht auf jeden Fall. Dann Ray an. Oh, scheiße. Ernsthaft, warum sieht der uns jetzt? Warum? Einen Polizisten haben wir da wegen Tod bekommen. Das hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Und nichtsdestotrotz sind wir wieder gescheitert, weil uns wieder einer gesehen hat. Das war doch bis jetzt noch nie. Das war doch bis jetzt noch nie. Mann, 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 ey. Wenn das so weitergeht, das spiele ich bis übernächstes Jahr noch. So. Wurfmesser. Okay.
ich nicht die Flasche aufnehmen? Nee. So, da hätten wir einen Arzt. Da weiß ich aber nicht, ob uns da jemand sieht. Dann hätten wir da zumindest die Schlüsselkarte schon mal. Ich meine, theoretisch müssten wir ja nur... die ganzen Ziele töten. Jetzt sind hier gerade so viele draußen. Okay. Eine Gasgranate. Okay, 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 okay. Zack, bumm. So, da hätten wir den. Oh Gott, haben wir uns jetzt... Gut. Ah. Ich hätte schon gedacht, wir haben uns jetzt selber umgebracht. Das wäre es jetzt natürlich noch gewesen. Geht mal echt ganz schön auf den Geist. Das muss ich schon mal sagen. So, hier steht also ein Benzinkanister. Ups. So, hier können wir das Ding erstmal wieder zünden. Das bringt uns jetzt nicht besonders viel, aber das vielleicht. Ist das ein Fenster hier? Ich hoffe nicht. Schlüsselkarte brauchen wir nicht. Hier oben, die hat noch niemand gesehen, deswegen halten wir uns da vielleicht erstmal ein bisschen fern. Drin wird sich geschwabbelt. So, was könnten wir denn dann noch machen? Ich probiere jetzt mal die Wurfmesser aus. Egal, ob uns dann da jemand sieht oder nicht. So, wir hätten 3 von 8 von den Zielen. 19 von 73. Haben wir denn irgendwo noch was Cooles, was wir mitnehmen könnten? Hier oben hat immer noch niemand gefunden. Mein Gott. Schlüsselkarte haben wir bis jetzt eigentlich nicht gebraucht. Hätten wir immer noch das? Auch keine Ahnung. Wo? Was? Wie? Was? Gerade gut isoliert. Ich weiß, dass dann jetzt... Doch nicht der... Gut, wieder zu spät. Mein Gott. Scheiße. Ernsthaft hat er das gesehen? Ich raste aus.
Ich rast aus, das ist ja eine Glastür. Unsere Spezialfähigkeit bringt uns da auch nichts, ne? Nee. Es ist gerade irgendwie zu kacke. Einfach die Frau kaputt schlagen. Mann, Mann, Mann. So, wir haben 3 von 8. Ich probiere mich jetzt mal bloß schnell auf diese Ziele zu konzentrieren und hoffe, dass ich dann mit dem Verjage die Ziele. Das wird das irgendwie automatisch mit erledigen. So, jetzt muss man bloß aufpassen, hier ist jetzt irgendwo der Typ wieder. Geil, das hat ja super geklappt. Oh Mann. Probieren wir das jetzt mal mit der Blendgranate. Gucken, wen das da jetzt alles blendet. Ja, super. Der hat uns natürlich gesehen. Ich glaube, wir machen das folgendermaßen. Hat ja so keinen Sinn. Das ist ja, das zieht sich ja hier ewig. Ich probiere das jetzt einfach mal noch ein bisschen. Und falls ich dann kurz davor bin, das zu schaffen, dann schalte ich einfach wieder ein, weil also hier jetzt irgendwie 14 Folgen lang diese eine Welt da zu versuchen. Das bringt es ja jetzt auch nicht. Von daher hoffe ich, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Habt vielen Dank bis hierher und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und damit hallo und herzlich willkommen hier nochmal zurück zu Party Hard 2. Ich habe ja gesagt, wenn es kurz
vor dem Ende ist, dass wir es wirklich schaffen können, diese Krankenhauswelt zu schaffen, dann schalte ich wieder ein. Mal schauen, ich glaube, ich schneide es dann auch noch ans Ende der anderen Folge mit ran. Jetzt müssen wir erstmal vor dem Security-Mann hier abhauen, höchstwahrscheinlich, denn wir haben oben diese Primärziele. Töte die Ziele, ja, 7 von 8 habe ich da geschafft. Ich habe mal mitgezählt, seit der letzten Aufnahme, die ihr also auch gesehen habt, ist das jetzt der 5. Versuch. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn wir diese 8 von 8 dann jetzt gleich hoffentlich schaffen werden, dass dann auch diese Verjage diese Ziele nicht automatisch mitgeschafft ist. Und ich weiß auch genau, dass der Typ hier oben gerade irgendwo schläft. So, wir haben noch einmal diese Flaschen. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal so probieren. Schauen, das dauert dann immer noch ein kleines bisschen, ehe die sterben. Steht immer noch 7 von 8. Der liegt jetzt noch ein bisschen rum. Und dann sollte es gleich 8 von 8 heißen, wenn da oben jetzt nicht der Kack-Security uns in die Quere kommt. Nee, der hat es wahrhaftig überlebt, oder was? Ach komm, das ist doch jetzt nicht der Ernst. Achso, der ist schon tot. Ja, dann ist die Frage. Wie wir das jetzt machen? Ich könnte das theoretisch mal mit unserer Spezialfähigkeit noch machen. Das probiere ich jetzt auch einfach mal. So, der hat uns natürlich gesehen. Scheiße, zu dem Typen müssen wir jetzt rein. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. So, die Cops kommen, die scheinen... Fuck! Die sperren uns hier jetzt wahrhaftig den Weg ab. Die wollen mich doch verarschen, echt. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Ich raste aus. Ich geh nach Hause. Ich deinstalliere das Spiel. Das ist doch jetzt nicht der Ernst, ey. Ja, gut. Dann, ja. Dann habe ich es dieses Mal eben auch nicht geschafft. Okay. Vielleicht spiele ich demnächst nochmal so weit und nehme euch dann wieder mit dazu, wenn es kurz davor ist. Ich ja, ich oder ich lasse es einfach. Keine Ahnung. Mal schauen. Vielen Dank. Bis hin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.